So, clean up any stain in the backyard and warehouse by broom. Das haben wir doch. Ah, jetzt können wir da rein. Ach ja, yeah. Oh. Okay. Warehouse by broom. Get rid of any rubbish in the backyard and warehouse by crowbar. So. Das Streu. Du bist gut. Schöne neue Regale. Wir sind jetzt gerade mal bei 25%. Jetzt ernsthaft? Kann man das Ding aufmachen? Nein. What is... Oh. Na, bist du offen? Hallo? Ach, das müssen wir dann auch wegtun. War da noch irgendwie... Da ist ein Gerüst. Da ist noch Müll. Das schaut ja auch mistig aus hier, ne? Und dass man alles hier mit dem Stemmeisen wegmachen kann, ist auch in Ordnung. So, jetzt hauen wir jemanden sein Fahrrad zusammen. Oh meine Güte, ist das ein alter Drahtesel, ey. So, sind wir schon mal bei 70%. Das muss ich mit dem Broom wegmachen. So. Zacker. Zucker. Treffen solltest du auch, ne? Sind wir bei 100%. Juppie, juppie. Aber wir müssen trotzdem noch hier mit dem Brumm ein bisschen kehren. Wischi, wischi. In welchem Spiel war denn das noch so, dass es so kleiner geworden ist? Das war, glaube ich, irgendein Computersimulator oder so. So. Alles klar. Ich drücke jetzt mal nichts. New Mail, alles klar. Three Warehouse Deliveries ordern oder irgend sowas. Das ist ja doof, dass das nicht nach... Dass es nicht da oben bleibt. Backyard. Backyard, Cabbage, alles klar. Haben wir gemacht. First Ingredients Order. Also die Zutaten quasi. At this moment you need three ingredients at your discretion. Open, please. Warum kann ich das jetzt zerstören, bitte, mit der linken Maus? Ich habe doch gar nichts in der Hand. Destroy. Eben, move. Okay. Nee, wir lassen das jetzt mal. Tablet. Delivery. Da ist es. Hot Drink. Ich weiß nicht, warum das so komisch... ja, keine Ahnung. Kaffee Latte Ingredients. Ah, in Card, okay. Das da kann ich irgendwie nicht. Das kann ich auch nicht. Also ich kann anscheinend nur den... Das Ding hier. So, Cold... Achso, das ist rot, ne? Deswegen. Ich kann nur die Sachen kaufen, die schwarz sind. Und da ist es eben nur das da und das da. Hot Dessert. Und Cold Dessert. Wenn, dann kaufen wir alles, oder? Oder nehmen wir nochmal Card. Lass mal nochmal. Wir brauchen nur drei Kaffeedinger oder sowas. Wir lassen das mal mit dem Essen. Es kommt bestimmt dann noch. Ja. Click the button. Ja, machen wir halt. Where's Arnold? Successfully check your mailbox. Alles klar. Escape. Escape. Mailbox. New order. Shipping will take place next afternoon. Alles klar. Also da muss man dran denken, wenn man Sachen bestellt, dass die Sachen dann am nächsten Tag ankommen. Gibt es eigentlich irgendwie eine Uhr oder sowas? Hm. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas
dekorationsmäßig machen können. Jetzt nicht unbedingt Badezimmer-Sachen. Aber wie schaut. Ernsthaft? Das ist nur so ein Puppel-Dingsbums hier? Okay, und dann ist es auch. Das ist seltsam. Okay. Bilder? Poster? Okay, ein Gecko. Warum? Oh. Ah, ihr müsst auf jeden Fall da noch dran arbeiten. Das, so viel ist klar. Okay, das ist doof. Das habe ich dumm hingestellt. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch ein normales Bookshelf. Das machen wir jetzt einfach mal da daneben. Und dann haben wir noch ein Noten-Book-Dingsbums. Dann haben wir noch ein Tassen-Dingsbums hier. Nochmal Tassen. Was soll denn das sein? Dahin bitte, ja. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht grün ist. Keine Ahnung. Okay. Das sind die Maschinen für Hunde. Ja, die Hunde können ruhig mit rein. Also das stört mich nicht. Ich mag Hunde. Aber ich kann es nicht bläsen. Okay. Spielzeug. Nochmal ein Spielzeug. Was bitte ist das? Ach, so ein Knochen. Oder so ein Seilding, ne? Das sah jetzt ein bisschen anders aus. Okay, Furniture. Oh, halt, warte mal, ich gehe nochmal auf Furnitures. Da hatten wir ja noch dann diese üppigen Pflanzen. So, aber eigentlich muss das Sofa noch ein Stück weg. Dann haben wir hier einen Fußabstreifer. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? General Place Shift, Shift Rotate. Also ich meine, es ist ja nice, ne? Aber es ist ein bisschen schade, dass ich das nicht besser trapieren kann. Also dass ich das hier in die Mitte schieben kann. Das rutscht halt immer in den vorgefertigten Rastern irgendwie rum. Okay, dann haben wir hier noch ein großes Buchregal. Ja, da finde ich es gut. Und dann noch die Sofas und noch ein Cupboard. Oh mein. Okay, aber Cupboard ist doch eigentlich ein Hängeschrank. Okay, funktioniert nicht. Dann haben wir nochmal ein Book Dingsbums, welcher sich gerne an die Wand stellen würde. Dann haben wir nochmal den Hutständer. Den haben wir auch noch nicht. So. Naja, so, schauen wir mal. End your working day. Alles klar. End my working day. Sowas, wenn natürlich geht, finde ich es nice, weil es ein bisschen in die Wand reinklitscht, aber ansonsten bin ich hier echt aufgeschmissen. So, Balance, next day. Ja, ja, mach na. Delivery. So, okay. Close. Open the gate. Was? The gate? Welches Tor? Oder muss ich hinten hin? Ah, da hinten ist der LKW. Way. Ja? Aha. Das ist ja dann ein richtig großes Café, wenn das so easy ist. Ah, ich muss hier sogar mit dem Hubwagen. Ja, holla. Wie kann ich den nehmen? Use. E. Oh Mann, da muss ich ja noch mehr rödeln. Aber das ist nice. Pick Palette.
Also es ist ein weiter Weg, ehrlich. Mit der Maus. So, Put Palette. F. Okay, du bist fertig, du kannst abhauen. Ach, da unten, das ist ein Level, was man da angezeigt bekommt. Jetzt hat. Okay, open the palette. Unpack. Ich mache jetzt gerade nichts, ne? Das passiert irgendwie automatisch. How to box opening? Open the box. Get. Yes. Green field all times. Okay, das muss immer im grünen Bereich sein. Also, schnappen wir uns mal die. Ja, das ist aber toll, wenn sich das langsamer bewegt wie der Balken, ne? Das ist, ich muss mit W und S ja nach oben und unten, aber wenn dieses Ding sich langsamer bewegt wie die Skala, ist das natürlich nichts, ne? So, Tools. Put the baggage, please. Ach so. Aha. Pick up the delivery. Hallo? Repair the menu card using wrench. Aber irgendwie ist das Ding doch hier. Weiß nicht. Ich habe zwei Kartons aufgemacht. Und das war's dann. Okay. Steht das Zeug hier irgendwo? Da. Nein. Lasst mich raus. Hier. Nimm mal die Hand in die Hand. Menü. F. Hallo? Repair the menu card. Use. Ach so, repairen. Okay, Entschuldigung. Ich hätte mal wieder richtig lesen sollen, ne? The wrench. Okay. Gut. Menu Card. Create any sets in the menu card. So, F edit. Free slot, great design, great coffee, I love it. Freeze. Okay. Hot Drink, Americano, Create Set. You need to name it. Americano? Americano. So, Create Set. $4. Okay. Hire Employee. Okay. Mit I kann ich dieses Ding aufmachen. Okay, hire an employee. Mailbox. Your first delivery ist in Ordnung, das haben wir geschafft. Coffee sets. Und helping hand. Staff hire. App worker will help you earn more money. Hire better and better employees to increase your earnings. Alles klar. Staff hire. Jesse, Olli, Max. Bei Jesse ist ein männliches Bild, bei Max ist ein weibliches Bild. Ich weiß ja nicht, ne? Bei Sam ist noch okay mit Samantha oder so. Andy, Jackie, Elliot, Robin, Kai. Wir nehmen jetzt tatsächlich Sam. Achso, die kann ich nicht heiren, ne? Ich kann nur einen von den zweien heiren. Okay, dann nehme ich aber den männlichen Jesse oder die weibliche Olli. Ja, dann machen wir Olli, ne? Von Popeye. Hired. So. Mailbox. Ah, nee, oder? Ich muss wirklich nach oben scrollen. New Employee. You hired a new staff. Olli for $30 the day.
New Friend, It's a Stray Dog. Ein streunender Hund, how beautiful he is. You need to take care of him right now. Wash your new body with a pressure washer and put the doghouse in a specific place. Ernsthaft jetzt? Ich habe hier einen Hund. And where he is? Da hinten. Hey, grüezi. So, new mail. It's a stray dog. Ja, ist okay. Warum kann ich mit dir nichts machen? Prepare to wash the dog. Buy the basic pressure washer. Collect your order at the box up. Okay. Tablet? Tool? Da tatsächlich den Pressure Washer haben wir gekauft. Ich soll den echt mit dem Dampfstrahler abstrahlen? Ist das euer Ernst? Scroll, 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 scroll. Oh meine Güte. You bought new tool? Okay. Collect your order it at the box up. Die Türen gehen auch sehr spät auf oder halt überhaupt nicht. Keine Ahnung. Box up. Sind wir sogar mal woanders drin? Jawohl, sobald wir weggehen, ist das Ding zu. So, open. Ich würde es auch nehmen gerne. Dankeschön. Oh meine Güte, ich glaube, der Hund haut ab, wenn ich auf ihn zulaufe. Place. Okay, und ich soll dich bitte abpusten mit einem Dampfreiniger, mit einem Druckreiniger. Reinige ich dich jetzt oder wie? Clean up a dog with pressure washer. Ich nehme nochmal die Dinge in die Hand und dann nochmal den pressure washer. Ah, jetzt. Okay. Pff. Okay, new mail. Na, da war ich jetzt zu langsam. So. Mailbox. Danke. Back. Das macht mich ja. Ich hoffe, das wird geändert, ne? It's your time. From this moment your coffee bar starts working, you have to keep the premises clean to avoid losing the renew points. Okay, schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Und was ist bei dir? Da war die ganze Zeit ein Menü oben drüber. Sit, Pet, warum ist das in. Chase away, pet. Ernsthaft jetzt? Sit. Chase away ist eigentlich wegschicken, ne? Was will ich nicht? F. Ah, okay. Name the dog, call the dog. Name the dog. Keine Ahnung, wie nenne ich dich denn jetzt? Wir könnten den Hund Hund nennen. So. Submit. Call the dog. Ah. Und dann kommt angerannt. Hier. Schwupps. Und schon ist er in seinem Häusle. So kürzt sich das. Wunderbar. So. Und jetzt lass mich mein Zeug machen. End your working. Ups. End your working day. So. Dann schauen wir mal. Next day. Yes.
Ist ja goldig, haben wir den Hund auch noch bekommen. So, ich mache eigentlich immer wieder mehr Minus, ne? All saved. Ernsthaft jetzt? Muss ich da jetzt jeden Tag den Müll hier zerstören? Und vor allem innen. Oh, innen ist ja auch, ne? Ach, und es sind gleich zwei solche Flecken, ne? Danke. Cleanup, any stay on trash, ja. Und alles hier vorne an der Tür, ne? Also ich hoffe nicht, dass das jetzt jeden Tag dann ist. Weil das wäre ja ein Quatsch. Ich meine, wenn du ein bisschen was sauber machst, ist ja in Ordnung, aber das ist jetzt halt ehrlich ein wenig übertrieben. Okay, schauen wir mal drauf. % steht da. Kann ich eigentlich die Toilettendinger hier sauber machen? Das ist ja auch doof, oder? Vor allem in the Main Room? Ach, dann liegt da wahrscheinlich noch was, oder? Nee. Gehört das zum Main Room dazu? Warum kann ich da nicht aufmachen? Warum habe ich immer noch den Besen in der Hand? Ei, mei. So. Brecheisen. Da kommt man ja nie zum Kaffee machen, wenn ich immer bloß. Das ist der Aufräumsimulator. So. 73%. Ja, sag mal, was geht mich der Schmutz jetzt halt vom Nachbarn an, hä? Komm, und 100%, oder? Jawohl, 100%, alles klar. So, jetzt ist dann nur noch mal die Frage. Wo ist hier innen noch der Dreck gewesen? Ist da noch was? Nee, da haben wir ja reingeschaut, ne? Ah, da, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, abgeschlossen? Nee, irgendwo ist noch. Ist auch komisch, wenn ich da nicht reinlaufen kann, oder? Warum? Wir machen ein so ein Ding weg. Ich weiß nicht, ob ich es verkaufen kann, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Dann schauen wir halt nochmal hier draußen, ob da noch irgendwas liegt. Aber ich denke mal, das war's. Okay, und innen drin sehe ich nichts mehr. However. Boah. Also das mit der Maus ist wirklich etwas anstrengend, muss ich echt sagen. Schauen wir nochmal hinter die Bar hier. Aber hier ist auch nichts. Okay. Wir haben nur 93% geschafft. Das ist komisch. Wo soll denn dann da noch Dreck sein? Ich sehe jetzt halt
Hier nix. Da nix. Mein Sofa ist irgendwas. So, irgendwo ist anscheinend noch Schmutz und ich weiß nicht wo. Hier gibt es nicht irgendwie sowas wie ein zeig mir, wo es ist. Tier Time. Create a Mensch Sets, okay. I don't know. Loan Balance. Kann ich dann nichts anderes machen? Kann ich nur den Tag beenden? Machen wir es halt mal. Schauen wir mal, wie der nächste Tag dann ist. Ah ja, close. Nee, oder? Jeden Tag muss ich den Schmonz machen. Okay. Alle drei Maschinen, sind die drei kaputt oder was? Hold to repair, tatsächlich, die sind kaputt. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das so taucht. Also ein bisschen Dreck ist ja in Ordnung, aber wenn ich da jetzt jeden Tag dann erstmal den Bürgersteig freimachen muss und dann hier drin noch machen muss, dann was hat es dann mit dem Kaffeemachen zu tun? Ich denke mal, das hier ist halt jetzt fürs Tutorial interessant, ne? Clean up and okay, ich probiere es nochmal. Ich gebe es so schnell nicht auf, ne? Machen wir halt mal. So, das kehren wir dann. Jetzt schauen wir erstmal, was da noch liegt. Vielleicht habe ich auch hier draußen irgendwas übersehen. Das kann ja auch sein, aber das heißt Backyard. Vor allem, wie kommt denn sowas bitte über Nacht? So ein Dreck. Okay, 100%. Vielleicht habe ich auch die nicht lang genug gekehrt oder sowas. Okay. Muss ich den nicht auch füttern irgendwie oder so? Ich weiß nicht. Es ist zwar nett, dass sie das irgendwie mit eingebaut haben, aber ich kann ihn ja nur tätscheln und das war's dann. Okay, dann mache ich das jetzt mal nochmal. Schauen wir mal, ob ich es jetzt halt hinbekomme. Erstmal alles wegmachen, was an Grobmüll ist. Hier innen erstmal. Okay, weil vielleicht habe ich wirklich nicht lang genug gekehrt, ne? Da ist eine Box drunter. Nee, nicht das Ding. Ich will diese komische Box hier da. Oh. Also, wenn sowas natürlich ist, ich weiß nicht. Das ist mir schon ein bisschen buggy. Also, das Spiel definitiv interessiert mich, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich hoffe, die stellen das mit der Maus noch ein, weil das kann einen wahnsinnig machen, wenn du die ganze Zeit die Maus nachsetzen darfst. So, okay. Dann nochmal das da.
Na, daneben gehauen. So, hier ist dann nichts mehr. Also in der Backyard sind wir fertig. Okay, da sind noch mal zwei solche Dinger. Und damit haben wir die 100% hier. So. Und jetzt sag mir bitte, wo hier innen noch Müll ist. Ich sehe nichts an Müll. Vor allem, wann kann ich denn endlich mal einen Kaffee machen? Das, oder, naja, gut, es ist ein Coffee Renovator, ne? Aber dass ich jetzt, naja, gut. Leute, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit der Demo hier. Ich finde es nicht. Ah, ich kann die auch aufhängen, das ist ja cool. Ich finde es auf jeden Fall recht nett. Recht nett gemacht. So, jetzt habe ich meine Hände frei. ja, aber ob es jetzt halt im Endeffekt dann wirklich was ist, weiß ich nicht. Das backt noch ein bisschen rum, ist jetzt halt nicht allzu schlimm, aber ist okay. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat und Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Angezockt auch mit dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.